letztes Minispiel. Ja. Oh, mal nicht alle gegen Keanu. Yay! Yeah. Zärtlich wert am längsten auch schon wieder. Es endet so, wie wir angefangen haben. Ja, das war das Erste. Die Ersten werden die Letzten sein. Ey, das gibt's nicht. Okay, also jetzt hast du nochmal die Chance, es besser zu machen. Oder nochmal aufs Maul zu bekommen. Ja, eins von beiden. Ich mache jetzt richtig Heavy Metal. Yo! Oh Gott! Yo. Oh Gott! Yo. Muss ein bisschen was riskieren. Oh Gott! Go, Rüdiger, Heavy Metal. Ich hab noch Hoffnung. Das kriegst du jetzt lieber nicht mehr. Oh, so eine Scheiße. Go, 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 go! Wake up! Oh, ja! Wie ihr jetzt Are you fucking seriously? Das darf nicht wahr sein, ey. Ich bin nicht dann. Oh shit, oh no. Nein! Geil, ich hab das erste und das letzte Minispiel gewonnen. Meine innere Stimme hat gesagt, einmal reicht, aber nö, ich muss dir auf alles gehen. Oh schön. Ich hab zwar die Party verloren, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Oh. So, denkt dran, erster und dritter Platz gehen sind ein Team und zweiter und vierter. Ja. Oh, interessant. Also ich bin auf jeden Fall schon mal vierter, wenn ich jetzt keinen Bonus spende. Jetzt warte doch erstmal ab. Muss ich also darauf achten, wer wird Zweiter. Chaos, warte erstmal ab. Ich weiß gar nicht, was die Bonussterne hier sind. Erstmal abwarten. Ist immer zufällig. Ah. Die meisten Verbündeten. Ja, wow. Ja. Das ist nicht schwer. Och Mann, ey. Forever alone. 8 Sterne. I'm so lonely. Und kriegst du noch 9? Flitzerbogen. Okay. Okay. Wir haben Flitzer. Der die meisten Felder. Das ist schwierig. Luigi Time! Ich bin so lost. Das ist eindeutig, denke ich. Ja. Muss man eigentlich gar nicht mehr abstreiten. Ja, nur weil Keanu den Tittenbonus hat. Ja, natürlich. Hey, ich bin mit Keanu und Smashy. Oh, ich darf mit Rüdiger. Yeah. Ja, passt auch. Irgendwie. Keanu, wir haben ja schon Übung. Ah jo. Ah, schauen wir uns das an. Ich bin die rote Grafik. Okay. Interesting. Aha. Okay. Well, Smashy war eine sehr lange Zeit konsistent. Rüdiger und ich waren immer so. Ja. So, Partnerparty spielen. Oh yeah! Domino-Ruine, Schatzsuche, Goldrohschmiede, vitaminreiche Wege, vertrackte Kapseln. Ich würde sagen, Chaos darf was suchen. Keanu, raus aus meinem Kopf, verdammt nochmal. Wolltest du ihm das gerade auch vorschlagen? Ja, ich wollte dich auch vorschlagen, dass du mal die Map aufsuchen darfst. Ey, das gibt's nicht, Keanu. Wenn wir sagen mal das zweite. Goldrauschmine. Alter, warum sind wir alle so geldgeil? Ich kann nichts dafür.
Kann man ein paar auch schon nennen, vier geldgeile YouTuber spielen Mario Party. Aber das wäre gelogen. Ich würde sagen, Rüdiger darf diesmal die Texte vorlesen. Boom. Ich habe euch schon erwartet. Willkommen bei diesem Abenteuer, bei dem eure Teamfähigkeit auf die Probe gestellt wird. Seid ihr zum ersten Mal im Team hier? Auf die Teams warten in dieser Mine jetzt ganz neue Herausforderungen, die es gemeinsam zu meistern gilt. Zum Beispiel können euch Fließbänder behindern, die nur in eine Richtung fahren. Oh, da drüben sehe ich doch Gold. Das muss ein unglaublicher Schatz sein. Mann, oh Mann, da kann man bestimmt reich werden. Man bräuchte nur eine Spitzkacke. Es lauert zwar überall Gefahren in der Mine, aber wenn ihr euch gut versteht, habt ihr auch beste Aussichten, Schätze zu finden. Beim Spiel im Team ist einiges anders als für Einzelspieler. Sind euch die Regeln klar? Nö. Oh shit. Beide Spieler eines Teams würfeln gleichzeitig. Ihr könnt euch in eine beliebige Richtung bewegen. Höchste Priorität muss es natürlich sein, an möglichst viele Münzen zu kommen. Dabei kann man sich die Arbeit prima teilen. Ein Teammitglied sammelt Münzen und das andere mit der man schon Kurs auf den Stern. Um zu gewinnen, müsst ihr euch gut miteinander absprechen. Und immer daran denken, indem man auf einen Gegner stampft, kann man die Münzen klauen. Irgendwann kommt der Moment, an dem ihr genügend Münzen beisammen habt. Dann gilt es, auf diesem Feld zu landen und einen Stern zu ergattern. Also, was ist eure Strategie? Auf Jagd nach Sternen gehen oder lieber auf Gegner stampfen? Bleibt ihr zusammen oder geht ihr getrennte Wege? Am besten besprecht ihr euch, bevor ihr loslauft. Dann lasst uns jetzt auswürfeln, welches Team beginnt. Die Würfe beider Teammitglieder werden dabei zusammengezählt. Toll! Yeah, man. Da ist die 5. Beste. Keanu, du weißt doch, die Letzten werden die Ersten sein. Ajo. Sehen wir mal, wo der erste Stern platziert ist, den es zu erreichen gilt. Die halt. Da hinten. Hier, wer hier landet, kann sich ein Stern sammeln. Wenn beide Teams hier landen, könnt ihr zwei Sterne auf einmal erhalten. Toadette, bist du Mickey Maus? Oh Junge, bevor ihr loslegt. Ha. Oh yeah. Weißt du, die grünen Wichte in einem Team, ey, das passt ja. Prima, da kann nichts mehr schief gehen. Beide Teammitglieder teilen ihre Münzen und ihre Items. Deswegen ist gutes Teamwork äußerst wichtig. So, jetzt ist aber endlich das startende Teamabzug. Ja, halt die Fresse, Toadie. Oh, wie krass wäre das, wenn ich wieder eine Karte ziehe. Ja, Keanu, du hast doch immer das Herz der Karten auf deiner Seite. Ja, das hat man letztens gesehen. Oh yeah. Mhm. I remember. Bevor ich vernichtet wurde. Hierhin? Hierhin? Was? Was muss man jetzt machen? Ah. Ihr könnt euch frei hier auf dem Feld bewegen. Okay. Halt. Was? Nein. Was? Rüdiger natürlich mal wieder völlig orientierungslos. Nee, ich hab jetzt überhaupt... Ich will zurücksetzen. Ja, und da musst du noch bestätigen, Rüdiger. Ich will noch nicht so gemeint sein. Ich glaube, ich bin jetzt einen Umweg gelaufen, aber es macht nichts. Gerne, sammelst du die Münzen ein, oder? Wie machen wir das? Ajo. Wow! Hot! Ach, sowas gibt's auch noch. Das ist ja geil. Toll. Ihr habt einen Passbonus bekommen. Rache ist süß. Oh Gott, geht das schon wieder los. Es ist Schlacht. Ja, aber die wieder. Au. Alles klar. Rüdiger. Bin doch schon dabei. Alles gut. Heben wir nicht gleich so ab hier. Meine Güte, wir haben nicht ewig Zeit. Ja, es gibt auch Leute, die müssen irgendwann auch mal ins Bett. Es ist Wochenende.
Ich hab nicht gesagt, dass wir zwei Runden machen. Nein! Ich hab daneben geschmissen! Aua! Shit, daneben! Ei! Doch, Rüdiger! Au! Hat was ja auch noch keinen bekommen, also. Ach, Mann, so ein Mist! So ein Mist! Alter! Chaos hat voll auf mich abgesehen! Das ist die Rache dafür, dass du mich im Duell besiegt hast. Alter, Chaos, das war gut. Es kann dich endlich mal rächen. Wow. Dafür, dass er es in Yu-Gi-Oh! Nicht hinkriegt, ne? Muss er Lebensmittel verschwenden. Ja. Wir mussten unschuldige Torten dran glauben. Die sind alle abgelaufen, also halt nicht. Oh no! Was machst du hier? Prinzessin Brief! Was macht denn Prinzessin Brief hier? Lässt sich heute mal nicht entführen, oder was? Oh, Entschuldigung, ich hab's nicht vorgelesen, ne? Egal, scheiß drauf. Ich frag mich, wann Luigi statt einem Haut drei Haus macht. So, dann weiß ich schon mal, wen ich hole. Die darf ja nicht fehlen in unserem Team. Auf jeden Fall. Das ist ein Brief. Lass uns zusammenreisen. Oh yeah! So, jetzt möchte ich aber was anderes würfeln, bitte. Eins und eins. Nein. Nein. Das hatten wir gerade schon. Zwei und zwei. Oh, scheiße! Kann man da hoch? Nö, kann man nicht. Ja, ihr müsst da aber hochkommen. Meine Münze. Die Münze vor der Nase wegschnappt. Zärtlich werden. Oh, das ist nicht frei. Schon wieder. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Pickel. Das ist ja ein richtig zärtlicher Abend heute. Ich bin dafür, dass wir diesen Wickler Rainer nennen. Okay, Rainer. Rainer Wickler. Rainer Wickler. Oh, Luigi Time. Das fängt schon gut an. Ja, streichel dein Ding, Rüdiger. So. Gleich mal ein bisschen was. Shit. Scheiße. Oh, der ist schon so pissig. Der ist schon so pissig. Und Rüdiger, streichle den Riesenwurm. Trau mich nicht. Ich hab mich nicht getraut. Oh, da wäre sogar noch was gegangen, so ein Mist. Oh. Ich will nicht. Man nicht weigern darf. Nein, komm, ey! Das hast du nicht an. Ich kann nicht mehr! Mach auf! Komm schon! Komm, einer geht noch! Oh, du blöder Wurm! Jo, oh, shit. Genau! Ja, okay. Danke, Rainer. Oh. Rainer Wickler. Das war die meiste Zärtlichkeit, die der in 10 Jahren bekommen hat. Alter, so viel Liebe wird er in dieser Aufnahmesession nie wieder bekommen. Ein Herz für Wickler. Mhm. Sehr schön. Ja.
Auf es nimmt meine Stimme noch auf, weil ich gerade keinen Ausschlag mehr sehe. Das wäre scheiße. Ich bringe mal ein bisschen zusätzliche Würze ins Spiel. Chaos, dann guck mal eben ganz schnell nach. Ja, ich spende mal kurz und dann schau ich mal. Nicht die Aufnahmen beenden, einfach so. Weil es steckt einfach nicht mehr aus. Was? Das ist das Problem. Okay. Wie viel Speicherplatz hast du noch? Auf dem Rechner? Eigentlich genügend. Smashy, mach mal hier dann eine kurze Pause. Und dann würde ich sagen, Chaos, gib mal eine Bildschirmübertragung, dass ich mir das ansehen kann.